Schmorte Kartoffeln, die Kartoffeln gut abbürsten, nicht zerkleinern. Die Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Die Knoblauchzehe schälen und zerdrücken. 2. Die Tomaten waschen, von den Stielansätzen befreien und würfeln. 3. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Kartoffeln darin gut anbraten. Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und mitschmoren. 4. Die Tomatenwürfel in die Pfanne geben und alles bei geschlossenem Deckel und niedriger Temperatur etwa 25 Minuten schmoren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Petersilie garnieren. Tipp: Anstelle von frischen Tomaten können Sie über die Wintermonate auch eine kleine Dose geschälte Tomaten hinzufügen. Für 4 Portionen 500 Gramm kleine Kartoffeln, einer große Zwiebel, einer Knoblauchzehe, 350 9 Tomaten, 2 L Olivenöl, Salz, Pfeffer, gehackte Petersilie zum Garnieren. Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten plus Garzeit. Proportion: ca. 140 Kilokalorien / 570 Kilojoule, 3 g, 5 g f, 18 g kH, 2 keb. Kartoffelomelette: Die Kartoffeln gründlich waschen und in Scheiben schneiden. Die Oliven abtropfen lassen und halbieren. Peperoni und Paprika purzeln, waschen, halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. Die Kapern abtropfen lassen. 2 Oliven und Kiwiöl in einer großen Pfanne erhitzen und die Kartoffelscheiben darin anbraten. Das Gemüse dazugeben, alles würzen und ca. 5 Minuten braten. 3 Die Eier mit der Milch verrühren, über die Kartoffeln gießen und stocken lassen. Die Pfanne dabei abdecken und die Hitze reduzieren. 4 Zitronenmelisse waschen, trocknen und die Blättchen abzupfen. Das Omelett auf Tellern anrichten und mit Zitronen unbekanntes Zeichen Melisse garniert servieren. Für 4 Portionen 450 Gramm Kartoffeln, 50 Gramm schwarze Oliven ohne Steinen, 3 grüne Peperoni, je einem rote und grüne Paprikaschote, 1 L Kapern aus dem Glas, 2 L Olivenöl, 1 L Kiwiöl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, 1 MSP. Harissa, 5 Eier, 6 L Milch, 1,5% Fett. Ein Bund Zitronenmelisse Z. Gefüllte Tomaten: Die Tomaten waschen, den Stielansatz abschneiden und im oberen Drittel einen Deckel abschneiden. Die Tomaten vorsichtig aushöhlen und innen mit Salz und Pfeffer würzen. Den Backofen auf 200 Grad Celsius, Umluft 180 Grad Celsius, vorheizen. 2 Die Knoblauchzehen schälen und fein hocken. Den Schinken würfeln. Das Weißbrot zwischen den Händen zerkrümeln. Den Käse reiben. Die Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hocken. 3 Knoblauch, Schinken, Brotkrümel, Käse, 2 L Käse zurückbehalten, Petersilie und Öl mischen. Die Eier verquirlen und unterheben. Die Maße in die ausgehöhlten Tomaten füllen. 4 Tomaten in eine gefettete Auflaufform setzen und mit dem restlichen Käse bestreuen. Im Ofen etwa 15 Minuten überbacken. Für 4 Portionen 4 große oder 8 kleine Tomaten, 2 Knoblauch, 10 100 Gramm gekochter Schinken, 100 Gramm Weißbrot, 80 Gramm Manchego, 1/2 Bund Petersilie, 1 L Olivenöl, 2 Eier, Salz, Pfeffer. Backende Kartoffeln: Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Die Frühkartoffeln unter fließendem Wasser gründlich säubern. Falls nötig, eine Bürste nehmen. 2 Die Kartoffeln längs halbieren, die Rundung einige Male einritzen. Die Kartoffeln mit der Schnittfläche auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Eine Knoblauchzehe schälen und fein zerdrücken, mit Rapsöl und Salz verrühren. Die Kartoffeln mit der Ölmischung bepinseln, mit Zitronenpfeffer und Rosmarinnadeln bestreuen. Auf der mit unbekanntes Zeichen leeren für das Pesto Rucola und Petersilie waschen, grobe Stiele entfernen und den Rest gründlich trocknen. Knoblauchzehen schälen. Die Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Zugabe von Fett rösten. Rucola, Petersilie, Knoblauch und Mandeln zusammen mit dem Rapsöl im Mixer oder mit dem Pürierstab pürieren. Mit dem geriebenen Käse verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
5 die gebackenen Kartoffeln mit Rucola-Pesto anrichten und servieren. Für 4 Portionen 700 Gramm mittelgroßer Frühkartoffeln, festkochend eine Knoblauchzehe, 2 Ei, Rapsöl, 1 Teelöffel Salz, Zitronenpfeffer, einige Rosmarinnadeln für das Pesto, 80 Gramm Rucola, 1 Bund Petersilie, 3 Knoblauchzehen, 40 Gramm geschälte Mandeln, 80 Milliliter Rapsöl, 60 Gramm fein geriebener Bergkäsesalz. Pfefferzubereitungszeit, K. Paste die Nudeln nach Packungsanweisung in reichlich kochendem Salzwasser garen. Danach abgießen und abtropfen lassen. 2 die Oliven halbieren und entsteinen. Die Saatellen gründlich abspülen und trocknen. Die Knoblauchzehe schälen. Mit 2 L Oliven unbekanntes Zeichenöl zusammen fein pürieren. 3 weitere 2 L Olivenöl mit Cognac, Zitronensaft und Oregano verrühren und mit dem Olivensaatellenpüree vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 4 die Tomaten waschen, Stielansätze entfernen, kreuzweise einritzen, mit kochendem Wasser überbrühen, häuten, entkernen und das Fruchtfleisch würfeln. Die Artiskockenherzen abtropfen lassen und vierteln. 5 das restliche Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und darin die Tomaten kurz anschwitzen. Dann die Artiskocken untermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. 6 Nudeln mit dem Gemüse vermischen und bei schwacher Hitze kurz erwärmen. Sofort servieren und die Olivenpaste dazu reichen. Für 4 Portionen 320 Gramm Makaronisalz, 75 Gramm in Kräuter eingelegte grüne Oliven, 4 Saatellenfilets in Öl einer Knoblauchzehe, 3 L Olivenöl, 1 L Cognac, 1 L Zitronensaft, 1 Teelöffel geriebelter Oregano, Pfeffer, 500 Gramm Fleischtomaten, 200 Gramm Artiskockenherzen. Paprika, die Paprikaschoten halbieren, putzen, entkernen und waschen. Mit der Hautseite nach oben unter den Backofengrill legen, bis die Haut Blasen wirft. Herausnehmen und unter einem feuchten Tuch abkühlen lassen. Anschließend häuten und das Fruchtfleisch in etwa 2 cm breite Streifen schneiden. 2 die Chili halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. Den Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Die Petersilie waschen, trocknen und fein hacken. 3 die Nudeln nach Packungsanweisung in reichlich Salzwasser bis fest garen. 4 das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Chili und Knoblauch darin 1 bis 2 Minuten dünsten. Die Paprikastreifen dazu geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Die gehackte Petersilie unterheben. 5 die Nudeln abgießen und mit dem Paprikagemüse auf Tellern anrichten. Die Limette in Spalten schneiden und dazu sehr unbekanntes Zeichen vieren. Etwas Limettensaft über die Nudeln träufeln. Für 4 Portionen je eine rote, gelbe und grüne Paprikaschote, einem rote Chili, 3 Knoblauchzehen, 1/2 bunt glatte Petersilie, 320 Gramm Bandnudeln, 2 L Olivenöl, Salz, Pfeffer, 1 Limette. Zubereitungszeit, K.